Hallo zusammen, ich heiße Tamim und bin 10 Jahre alt. Willkommen bei mir zu Hause. Kommt mit. Das ist unser Wohnzimmer. Wir sitzen auf Teppichen. Unsere Häuser hier sind aus Holz und Stoff. Früher hatten wir keinen Strom, da haben wir diese Laternen benutzt. Jetzt zeige ich euch mal die Küche und mache mir einen omanischen Kaffee. Alle Beduinen trinken Kaffee. Das sind meine Dromedare. Die füttere ich jeden Tag. Ich gehe gern mit ihnen im Sand spazieren und spiele. Wir setzen ihnen den Maulkorb hier auf, damit sie uns nicht beißen. Und wie ihr seht, streichle ich sie, damit sie spüren, dass wir Freunde sind. Dromedare sind sehr sensible Tiere. Sie spüren unsere Gefühle. Jetzt zeige ich euch mal, wie man aufsteigt. Das sind sture Tiere. Die bewegen sich nicht schnell. Man muss wissen, wie man die antreibt. Heute will es wegen dem Wind nicht laufen. Bei Sonnenuntergang machen ich, mein Vater und mein Bruder Hamad Feuer. Und unser Vater erzählt uns viele alte Geschichten. Schau, versuch mal, dir das zu merken. 1, 2, 3 und 4. Heute Abend erzähle ich euch von ihnen und ihren Symbolen. Sag mir mal, wie die heißen. Das sind die Plejaden, das ist der Aldebaran und das der Abendstern. Wenn die Beduinen durch die Wüste ziehen, orientieren sie sich an den Sternen. Sie zeigen uns die richtige Richtung, damit wir uns nicht verirren. Ich sehe mir gern die Sterne an. Manchmal versuche ich, mich mit meinem Bruder an ihnen zu orientieren.